So, liebe Camperfreaks, ich hoffe, ihr hört mich laut und deutlich. Heute gibt es ein kleines Update zur TG Blade 600. Wir starten hier in Frankfurt, in Gallus, auf dem Lidl-Parkplatz. Heute mal ein kleines Experiment. Ich habe die GoPro mal an meinen Helm montiert. Und ja, die Maschine, ihr hört es ja, macht einen ziemlichen Rutsch. Ja, ich hoffe, ihr hört mich, aber trotzdem, ich habe das Mikro so nah wie möglich an meinen Mund gehalten. Also, die Halterung, so rum. Ja, ich hoffe, der Ton ist gut und ihr seht alles ganz gut. Wir sind hier, wie gesagt, im Gallus, das ist die Mainzer Landstraße, einer der längsten Hauptstraßen in Frankfurt. Eine von dreien, da haben wir noch die Friedberger Landstraße, die Hadauer Landstraße und hier die Mainzer Landstraße. Und ja, ich wollte euch mal ein kurzes Update geben, was die TGB Blade betrifft. Also ich habe die jetzt ja da ein paar Tage und das nächste Update aber nur vorneweg wird erst in einem halben Jahr wieder geben. Also dann ist auch mal gut hier mit der TGB Blade 600. Vorneweg, natürlich macht es mega viel Spaß und ist ein nettes Teil. Man wird angegafft, also angeschaut, so rum. Eher positiv, nicht negativ. Ja, ich sag's mal so, teils, teils. Also viele Daumen nach oben. Einige, vor allem Fahrradfahrer, ich zähle mich ja auch zu den Fahrrad-E-Bikern, sind etwas sauer wegen der Lautstärke, wegen der Abgase, keine Ahnung, haben wir hier in Frankfurt halt. Ja, ich sag dann immer, die sollen sich mal einkriegen. Aber größtenteils absolut positiv und ja, vom Fahrverhalten her einfach mega. Ich bin jetzt die letzten drei Tage, hat es hier durchweg geregnet in Frankfurt. Trotzdem bin ich meine TG Blade gefahren und ich muss sagen, mega. Auch im Regen, klar, ich habe hier halt meine Jacke an, aber es geht auch mit einer normalen Regenjacke. Das trocknet alles sehr, sehr schnell. Hier seht ihr auch ein bisschen, hier ist ein bisschen Dreck. Das ist alles in Ordnung, das gehört dazu, zu so einem ATV. Und ja, ich kann nur sagen, hat Spaß gemacht beim Bremsen. Also die slidet auch richtig, die bremst auch. Klar, ich habe kein ABS bei der TG Blade 600. Also ich sage jetzt nur 600er, muss ja nicht immer den ganzen Namen voll sagen. Die 1000er zum Beispiel hat ABS, müsst ihr euch mal anschauen auf der Herstellerseite oder ihr geht gleich auf quad-centerfriedberg.de, glaube ich, so ist die Seite. Oder gibt einfach nur quad-centerfriedberg. Oder geht auf die TGB-Blade-Seite. TGB-Seite, so rum. Ja, ansonsten, Verbrauch ist schon, also man schafft so 120, 130 Kilometer. Komm, habt ihr ja Gas gesehen? Da gibt es ein bisschen Gas und schon gedacht, also ich ziehe alle hier ab. Klar, ein Motorrad jetzt, aus dem mir steht, eher nicht. Aber Autos, kaum kein Thema. Die mache ich alle platt. Auch im Positiven natürlich. Und ja, der Verbrauch, wie gesagt, 120, 130 Kilometer. Mir sagte man aber auch, die Maschine braucht so 800 ja, bis 1000 Kilometer, bis sich das so ein bisschen eingespielt hat. Das Ganze. Deshalb soll man ein bisschen sachte fahren am Anfang, einfach ein bisschen den Motor einfahren lassen und dann würde sich das auch nochmal nach oben ausrichten, also dass man mehr Kilometer machen kann halt. So schätzungsweise vielleicht dann 150, wäre auch schön. Ja, aber was soll man noch erwarten? Ich meine, das sind fast 600 Kubik. Wir haben ja fast 40 PS. Das Ding soll Spaß machen, es soll natürlich auch die 600er, die zieht auch 900 Kilogramm fast Zuglast. Also da muss auch die Power irgendwo herkommen. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen aufpassen. Und ja, von daher ist das alles noch im grünen Bereich, meiner Meinung nach. Und ja, ich hatte auch Sozius schon hinter mir. Da ist die Bank ein bisschen. Die Tanja hat gerade zwar drauf gepasst, war kein Thema, aber ist ein bisschen zu kurz. Meine Kleine, die hat hier locker drauf gepasst, überhaupt kein Thema. Aber Erwachsene, also ich muss dann schon hier ziemlich weit vorne sitzen. Ich hoffe, ihr seht das hier vorne. Man sollte aber generell bei einem Quad oder Schrägstrich ATV
weil der vorne sitzt, weil das ist nochmal was ganz anderes, wenn man lenkt, ein ATV oder Quad. Also ist nicht vergleichbar mit Motorrad oder einem Auto. Deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen, wie man so schön sagt, in Hesse. Sollte sich auch die Zeit nehmen. Erstmal langsam anfahren, hatte ich ja gesagt, die ersten 10 Kilometer bin ich echt geschlichen. 50, 60 maximal. Weil die TGB, ihr seht es ja vielleicht, die ist auch weich gefedert, aber die gibt auch nach und so alles, aber die kippt nicht um. Also das glaube ich nicht, was es passieren wird. Wir reden hier auch von 480 Kilogramm oder so, sagen wir 500, komm, runden wir es auf. Und von daher muss man schon, richtig, klar, kann man auch mit einer 600er umtippen, wenn man zu blöd die Kurve nimmt, also komplett hier alles zerreißt, das Lenkrad, das glaube ich schon. Aber die ist so gutmütig und verzeiht so viele Fehler, habe ich jetzt die letzten Tage auch, wie gesagt, beim Regen, Entschuldigung, ein bisschen staubig hier, gemerkt, wie gutmütig die 600er eigentlich ist. Und von daher für mich auch wirklich, wenn ihr euch für so ein Gefährt interessiert, kann ich euch wärmstens zuerst die 600er und nicht gleich die 1000er. Die kosten auch 2000 Euro mehr, aber wenn Geld keine Rolle spielt, natürlich könnt ihr euch die auch holen. Aber wie gesagt, für den Anfang, das sind einfach viel zu viel PS, viel zu viel Power, die ihr dann habt und am Pop ist. Natürlich könnt ihr es ausprobieren. Also wie gesagt, meine Erfahrung ist aber 600, ich bin ja die 1000er ja auch gefahren. Und was mir auch aufgefallen ist, das hört ihr vielleicht jetzt oder auch nicht, der Lüfter geht an, ist aber kein Problem. Wir haben jetzt 89, 90 Grad immer Motor und völlig in Ordnung. Was ich auch gelernt habe, der Allradantrieb, wir haben jetzt hier ganz normalen Heckantrieb, funktioniert nur bis 14 km/h. Es gibt kein, die ganze Zeit Allrad, also rund um die Uhr, den kann man nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit kann man Allrad fahren. Und natürlich, ja, das ATV ist ja auch dafür gemacht, fürs Gelände. Und dafür ist auch Allrad gedacht und nicht, dass es permanent läuft. Also von daher, das ist für mich überhaupt kein Thema. Das ist völlig in Ordnung. Und von daher, ist das so. Ja, was mir noch aufgefallen ist, bei der 600er ist halt der Pop-Switch ein bisschen warm. Man sitzt ja auch gerade unter Motor. Von daher ist es kein Wunder, dass es etwas erhitzter wird und am Pop ist. Aber ich denke mal, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das mag oder nicht. Für mich ist es völlig in Ordnung. Es ist nur eine angenehme Wärme, die da ausstrahlt am Hintern. Und von daher ist es völlig in Ordnung. Genau. Auch noch, meine Befürchtungen halt, die ich hatte, dass man hoch und runter, dass es da so ein bisschen, dass ich da nach hinten rückwärts irgendwie fallen könnte, keine Ahnung, weil das Ding ist schon mächtig und hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Aber ist überhaupt kein Thema mit so einem Quad- und Hinterradantrieb oder Allradantrieb ist wurscht. Die meistert alles. Und ja, ich kann nur sagen, riesig viel Spaß und auch im Alter nutzbar, meiner Meinung nach. Wie gesagt, im Regen die letzten 3 Tage gefahren. Klar, man wird nass, aber das muss man einfach hinnehmen. Und ist auch keine große Sache. Finde ich, selbst eine Regenjacke, die ich anhatte, war völlig in Ordnung. Da wird man dann ganz schnell wieder trocken. Und war jetzt keine große Sache für mich. Und man kann es auch, wie gesagt, auch im Winter fahren, finde ich. Ich habe kein Problem. Hoppala, da haben wir jetzt ein bisschen Gas gegeben. Weil die hatten auch grün, hab ich gesehen. Und das war es eigentlich auch schon. Das Update, was ich euch geben wollte. Wie gesagt, fährt sich super. Insgesamt habe ich jetzt auch 390 Kilometer, genau nach 100 Kilometern wurde mir empfohlen, nach dem Ölstand mal zu schauen. Habe ich gemacht, war überhaupt kein Thema. Alles in Ordnung. Und ansonsten, ja, Versicherung und so habe ich gestern auch abgeschlossen. Die war ja natürlich versichert, sonst hätten wir sie nicht zulassen können. Bei der AXA Vollkasko noch dazu für euch vielleicht so, damit ihr so einen groben Rahmen habt, kostet mich halbjährig 260 Euro. Da ist aber wirklich alles abgedeckt, wirklich komplett. Und das finde ich, das ist fair.
für so eine Maschine. Und Steuer im Jahr 30 Euro. Also ich denke mal, die können wir verkraften, die Steuer. Und ja, das war es nochmal zu den Kosten. Und tanken, genau, voll tanken. Okay, was habe ich jetzt bezahlt? Ich glaube 1,94,9. Somit 25 Euro ist die Kiste hier voll. Also die 600. Genau. Ja, so ihr Lieben, das war es dann auch schon. Von meiner Seite zu meinem Update. Wie gesagt, das nächste Update gibt es so in 6 Monaten. Keine Ahnung, wie viele Kilometer ich dann draufgeschrubbt habe, werdet ihr dann sehen. Und dann werde ich euch nochmal updaten. Also bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, macht's gut, Camperfreaks.